Hallihallo und Hallöchen und ja, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Witcher 3. In der letzten Folge sind wir in das Haus des Weidelers, in Anführungszeichen, eingedrungen und reden mal mit ihm. Und er erwartet uns schon und das fragen wir jetzt mal. Du hast mit mir gerechnet? Ja, wie es mir die Knochen sagten. Sie werden kommen, die nach Gewalt und Tod stinken. Doch der Wolf wird sie vertreiben, der weiße Wolf. Und da ist er. Omen lügen nicht. Ich brauche deine Hilfe. Kennst du das hier? Aus Fichtenholz. Riecht nach Wacholder. Sollte es jemanden schützen. Frisch geschnittene Fichte. Etwas Ziegenblut. Abgestimmt mit dem Duft von Erdrauch und Wacholder. Für Anna. Um sie zu schützen. Du hast es angefertigt? Du hast das Amulett angefertigt. Ah, ja, das war der Weideler. Nach Art seiner Vorväter über stillem Wasser bei Vollmond. Gutes Amulett, guter Schutz. Sie hätte es nicht abnehmen sollen. Wovor schützt es denn? Ah, um sie zu schützen. Wovor? Ah, die Gute. Sie wurde belagert. Böses Rundum wollte sie haben. Alte Magie. Geboren aus dem Vergessen, aus finsteren Quellen. Alte Magie? Geht es etwas genauer? Das ist weder zum Reden noch zum Anfassen. Ein kleiner Schutzzauber eines Weidelers. Mehr konnte er nicht tun. Ja, ich suche sie und ihre Tochter. Hast du vielleicht eine Ahnung? Anna und ihre Tochter sind verschwunden. Weißt du wohin? Nein. Weideler weiß es nicht. Aber die Geister könnten es wissen. Der Weideler wird sie beschwören und fragen. Geister, fein, soll mir recht sein. Solange ich erfahre, wo ich suchen muss. Verloren. Müssen gefunden werden. Prinzessin! Niemand kann das besser als Prinzessin. Prinzessin? Welche Prinzessin? Prinzessin, meine Ziege, sie ist weg. Diese Männer müssen sie verscheucht haben. Aber zurück zum Weissagen. Ich brauche meine Ziege. Ohne die Ziege. Unmöglich. Nicht ohne die Ziege. Hilfst du mir, wenn ich die Ziege finde? Wenn ich die Ziege zurückbringe, hilfst du mir dann? Prinzessin. Wo bist du nur hin? Also ja. Na schön. Ich hole deine Ziege. Die Glocke! Sie liebt die kleine Glocke. Sie läuft dem Klingling nach. Eine Weile. Aber Vorsicht vor den Walderdbeeren und den Himbeeren. Ja, die sind gemeingefährlich. Ich werde die Augen aufhalten. Du hast einen neuen Questgegenstand erhalten. Bereite ihn auf den Einsatz vor, indem du ihn im Inventar an die richtige Stelle platzierst und einen Schnellzugriff auswählst. Jo. Mit Hilfe der Hexe Resini können wir sie hier finden. Entlang, glaube ich. Gucken wir mal. Sieht mir doch danach aus, als ob sie hier lang gelaufen ist. Noch ein Hinweis. Ein Hinweis. Hinweis weg. Hinweis da. Noch ein Hinweis. Sagt er das nochmal? Gut. Noch ein Hinweis. Gut. Ja, ganz toll. Jetzt kommen auch noch Wölfe hier. Kann ich gar nicht gebrauchen. Ich hab sie gehört. Geh bloß weg.
Wo ist sie denn hin? Ach, da bist du. Na los, gehen wir zum Weideler. Komm. Ich hätte es wissen müssen. Wie kann ein Hexer mit Walderdbeeren kurieren? Komm schon, ich muss dich zum Weideler zurückbringen. Er vermisst dich ganz furchtbar. Komm schon, verdammt. Komm schon, du Ziege. Aha, ich drück mich hier zu Tode. Ziege. Wo zur Hölle bist du hin? Mann, Mann, Mann. Bär, Bär, lauf doch, du beknacktes Huhn. Es ist kein Huhn, es ist eine Ziege. Doch, Quinn. Zack. Was jetzt? Zack. Zack. Und noch ein, zweimal und dann ist er weg. Bärenfell und rohes Fleisch. Komm, Ziege. Muss ich wirklich diese Glocke läuten, damit du mir folgst? Komm. Komm, du blöde Ziege. Los, Prinzessin. Komm. 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 Na komm. Eine Plötze bist du nicht, aber wir könnten irgendwann Freunde werden. Du hast diese entscheidende Eigenschaft, die alle Plötzen haben müssen. Du sagst nicht viel. Ja, sehr, sehr super hat er das gesagt jetzt. Komm, du blödes Vieh. Beweg dich. Guck mal, was ich dir mitgebracht habe, Weideler. Prinzessin, lauf den Weideler nicht davon. Hier gibt es Wölfe. So, hier hast du deine Ziege. Mein Zieglein, liebes, süßes Zieglein. Ja, hilfst du mir jetzt? Freut mich sehr, aber ich hab's etwas eilig. Anna und Tamara sind vielleicht in Gefahr. Der weiße Wolf half dem Weideler. Und der Weideler hilft ihm. Blut! Wir brauchen Blut! Ein lebendiges Wesen! Oh Mann. Gut, bin gleich zurück. Was holen wir uns denn? Okay. Wir müssen also nichts machen. Die Radie. Reicht das? Oh, einfach weggeschmissen. Bin ich mal gespannt, was der hier fabriziert. Alle mit schwachen Nerven einfach mal weggucken. Das Kind lebt, obwohl es tot ist. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das reicht mir nicht. Ich muss mehr wissen. Schon vorbei. Das war's? Das war's. Mehr sagen die Geister nicht? Wohin sie gegangen sind? Wo sie jetzt sind? Du wolltest eine Weissagung. Das war sie. Sie sind fort.
Das Kind ist geblieben. Du erwähntest ein Kind. Wessen Kind? Wessen Kind? Na, Annas. Anna war schwanger? Ja, hatte eine Fehlgeburt. Das hat der Baron nicht erwähnt. Hatte vielleicht Angst? Schämte sich? Oder hat es vergessen? Oder wollte es vergessen? Woher weißt du das alles? Hat Anna dir das erzählt? Kam sie her, nachdem das passiert ist? Nicht Anna. Die Omen haben es mir gesagt. Toll. Dann steht fest, dass es stimmt. Die Omen brauchen deinen Glauben nicht. Du brauchst die Omen, um die Wahrheit zu finden. Da hat er allerdings recht. Hat der Baron damit was zu tun? Hat der Baron etwas mit der Fehlgeburt seiner Frau zu tun? Je zornig ist er. Und er trinkt gern. Das macht ihn gewiss noch je zorniger. Hat er seine Familie misshandelt? Anna kam zu dir. Du müsstest etwas bemerkt haben. Der Weidela ist alt und fast blind. Aber Prinzessin kam und leckte ihre Hand. Das heißt? Sie ist ein weißes Tier. Kommt nur zu denen, die leiden. Das Kind, was ist mit ihm geschehen? Was ist mit dem Kind passiert? Es wurde vergraben ohne Zeremonie. Es ist erwacht. Nun wandelt es umher und sinnt auf Rache. Ein Fehlgeborener. Weiser, weißer Wolf! Fang den Fehlgeborenen! Er wird helfen und den Wolf zu den Vermissten führen! Fehlgeborene saugen Schwangeren das Blut aus und fressen deren Föten. Sie helfen niemandem. Er ist verflucht. Hexer heben Flüche auf. Kann der weiße Wolf das nicht, soll er mir sein Blut bringen. Blut findet immer verwandtes Blut. Wie kann ich den Fluch aufheben? Ich hörte mal von einem Hexer, der den Fluch eines Fehlgeborenen gebrochen hat. Hab es selbst nie versucht. Ich weiß, dass man ihn unter der Schwelle begraben muss. Und ihm einen Namen geben. Ein Ruin ausführen. Das Namensritual? Das ist ein Elfenbrauch. Menschlich, elfisch, zwergisch. Geister gehören keiner Rasse an. Sie ehren ihre Bedeutung nicht. Gewinne die Gunst eines Geistes, so hilft er dir. Frage und er antwortet. Suche und er leitet dich. Wozu brauchst du sein Blut? Wozu brauchst du sein Blut? Blut, Blut, Blut. Bindet Menschen für immer. Die Lebenden und die Toten. Sicher. Aber was hast du damit vor? Manchmal reichen 100 Jahre nicht aus, damit Brüder sich versöhnen. Einer stirbt zu früh. Dann bringt der andere dessen Blut zum Weideler. Und was tut der Weideler? Zum Ahnenfest mischt er das Blut mit Milch, Kräutern und Hühnerfüßen. Er trinkt und versöhnt die Toten mit den Lebenden. Dieses Jahr gibt es kein Ahnenfest. Wir finden trotzdem eine Möglichkeit. Hast du Ahnenfest gesagt? Höre ich recht? Du sagtest Ahnenfest? Das ist ein uralter Brauch. Ich hielt ihn für vergessen. Der Tod lauert hier in jedem Winkel. Jeder kann sterben, bevor seine irdischen Angelegenheiten geregelt sind. Dann braucht man Hilfe, um Frieden zu finden. Man braucht das Ahnenfest. Man muss die Seelen mit Metallkerzen durch die Dunkelheit führen. Ihre Namen rufen, ihren Kummer stillen. Erst dann können sie in Frieden gehen. Ich muss wissen, wo der Fehlgeborene ist. Auf jeden Fall muss ich zuerst den Fehlgeborenen finden. Such ihn um Mitternacht dort, wo das leere Grab liegt. Wenn es stimmt, was du sagst, muss der Baron wissen, wo das Grab ist. Lies im Bestiarium, um mehr über Fehlgeborene zu erfahren. Wo haben wir es denn? Glossar? Bestiarium. Fehlgeborenen. Wo haben wir sie denn? Konstrukte, Nekrophagen, verfluchte Wesen. Da. Fehlgeborene. Einen Fehlgeborenen hässlich zu nennen, ist, als würde man Scheiße als nicht besonders lecker bezeichnen. Es ist keine Lüge, aber die ganze Wahrheit ist es auch nicht. Lambert, Hexer der Wolfsschule. Fehlgeborene sind womöglich die abstoßendsten Kreaturen, mit denen Hexer das Missvergnügen haben können. Sie entstehen aus toten, ungewollten Säuglingen, die nicht beerdigt werden und haben das Erscheinungsbild eines halbverwesten Ungeborenen, das ungeformte Fleisch verzerrt von Hass, Angst und Bosheit. Diese grässlichen Kreaturen nähern sich vom Blut schwangerer Frauen und werden von solch irrsinnigem Hunger getrieben, dass ihre Opfer meistens sterben. Verfluchten Öl und Axi.
Uiuiuiui. Das ist nicht gerade lecker. Und gibt es hier vielleicht irgendwo einen Punkt, von dem wir schnell reisen könnten, dass es ein bisschen schneller geht? Ja, von Schwarzzweig. Hier hin. Weiter so, Plätze. Und jetzt geht's los. Der Beckenstoß. Richtung Schwarzzweig. Und dann teleportieren wir uns zum Baron. Spring runter. Spring runter, mein Freund. Oh, wir sind ja schon wieder am Ende der Folge angelangt. Ja, die Zeit geht manchmal ein bisschen schnell rum, wenn man relativ viel redet oder Videos guckt oder so. Und ja, okay, egal. Ich danke dir fürs Zusehen. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.